Ja, hi Leute, willkommen zurück. Ich hoffe, euch geht's gut. Dem Way geht's ausgezeichnet mit seiner stylischen Sonnenbrille. Einer meiner Zuschauer meinte, hey Trixie, erklär mir mal bitte, was das mit dieser Karte auf sich hat. Was sind das für komische Symbole und wie geht das? Ja, kein Problem, Mann. Also folgendes. Mit dem Mausrad kann man rein rauszoomen. Wenn man an den Bildschirmrand geht, scrollt man halt oder wandert halt über die Karte. Die gelben Symbole sind immer kleine Missionen, um seinen Ruf zu steigern. Die blauen mit dem Schild, das sind Polizeimissionen, genauer gesagt halt Drogenrazzien, wo man halt Schläger beseitigen muss und später die Kamera hacken. Daraufhin kann man die Drogendealer halt sozusagen schnappen und fangen. Das ist eine Boutique, wo man Klamotten kaufen kann. Erkennbar schön an dem Kleidungssymbol. Jede Klamotte hat halt irgendwelche Besonderheiten wie erhöhten Schaden oder dass man mehr Erfahrungspunkte bekommt, etc. etc. Was haben wir denn noch Feines? Ja, die orangefarbigen Symbole sind Rennsymbole. Damit kann man. Ach, hier ist ein Hahnkampf. Können wir auch mal machen heute. Was haben wir denn noch Feines? Ja, Parkplatz, da kann man halt auf seinen Fuhrpark zurückgreifen, was man für Autos gekauft hat. Apotheke weiß ich noch nicht, müssen wir uns auch mal anschauen. Massagesalon ist halt ein Massagesalon, wo man sich massieren lassen kann. Da bekommt man halt gewisse Buffs, ich weiß nicht mehr welcher das war. Ja, sonst das war's eigentlich. Ach ja, und sonst kann man halt mit der linken Maustaste halt dementsprechende Symbol anwählen. So bekommt man dann die Route vorgeplant vom GPS und man kann auch benutzerdefinierte Punkte setzen. Ja, das war's eigentlich. Grün, ja, keine Ahnung, was es ist, muss man mal testen. Pech, können wir jetzt mal anschauen uns und können auch mal unser neues Fahrzeug, was wir uns geleistet haben, testen. Passend zu dieser Villa hier. Ich frage mich nur, ob diese Villa ein Apartment ist, also uns, ob sie komplett für uns ist oder ob wir nur den ersten Stock haben oder alle drei. Keine Ahnung. So, dann mal rein in die schöne Kiste. Dann testen wir das gute Stück mal ein bisschen. Juiuiui, wow. Das geht aber ganz schön flottig ab. Na, ich glaube, die hat sich doch gelohnt. Man sieht zwar fast nichts mehr, aber naja. Zack, hier rein. Kind of you to join me. Care for some tea? Like, yummy tea. Thank you. Tu Jin Sao seems to be getting very comfortable in his new position as temporary chairman. Too comfortable. I hear that he is already planning to make it permanent, should Uncle Po not recover. Big Smiley will kill him before he'll let that happen. Indeed. And that would allow Lee to take over the Sun on Yi himself. That can't happen. No, it cannot. Tu Jin must go. Dan Hai, he must not be removed also by soll force. Aussehen wie ein Unfall, he must step down on his own, after which there will be an election. Why would he step down? Tu Jin likes heroin. So far, he has managed to control his habit. Dan Hai, anyone who indulges as he does, lives permanently on the brink of an abyss. Also soll er den goldenen Schuss I've arranged bekommen? For the quality of his supply to improve. And now you will give him a nudge over the edge. Okay. How? He is an immensely superstitious man. Ho Mai Sunga, obsessed with feng shui. He cannot bear to have the slightest thing out of place for fear of the misfortune it will bring. And you want me to make sure his luck turns bad. Very bad. I like your style. I will. Ganz schön clever, die Dame, aber ob man ihr trauen kann? Ich weiß nicht. Oh nö, ich muss unser schönes Auto stehen lassen. Diese Schrottzen. Umdekorieren, so nennt man das also. Was war das? Hat Kreuz beschaffen? Ne, wollen wir bestimmt nicht. Wir wollen einfach nur einsteigen.
Dann fahr uns mal, lieber Chauffeur. Ach du je, was ist denn für eine Schüttelmühle? Naja. Ach so, das ist Camouflage. You believe that? Oder? Yeah. I've been spending a lot of time reading about Rost. And the supernatural. Rost. Wanna make sure nobody I kill can hurt me. You know what I mean? Natürlich wissen wir das. Natürlich wissen wir das. Okay, Leute. Fahren wir mal hier hin. Wow, das sind wir wohl heute auch echt fix unterwegs. Oh, ein Gesundheitsschrein, den hätte ich mir vorher krallen sollen. Goodbye, Mr. Chow. Have a nice day. Ah, right on schedule. He usually goes gambling at this time. Two Chin loses money fast. We better hurry up. Ha, ich habe doch kein so großer Glückspilz, ne? How we can do that game? Erstmal holen wir hier den Schrein. Okay. Ich habe übrigens eben auf der Karte gesehen, Hahnkampf, das müssen wir uns echt mal anschauen gleich. Wait, you think we can get over the wall at the neighbors? Okay, machen wir. Hallo, hallo? Yeah, hello? Who's this? We got a delivery for you? Really? My husband didn't tell me. He better not have ordered something stupid from the internet again. Dankeschön, gnädige Frau. Du hast aber gutes Vertrauen zu uns. Beziehungsweise zu irgendjemandem, der behauptet, eine Lieferung zu bekommen. Bla bla bla. Ich möchte gerne den Lift benutzen. Achso, oh ne, muss man auch zu Fuß latschen. Na gut. Eine gute Stube. Hier rüber. Machen wir Schwarzen und Tom. Das hätte ich jetzt gerne gesehen. Okay, okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen da. Die eine Wache im Gang, wunderbar. Na, ob wir die zweite auch umgehen können, irgendwie auf die Tour. Ne, leider nicht. So, how's business? To be honest, son, yeah? Pretty damn shitty. Really? What happened? Taking a break from the import-export gig. How come? Something went wrong. I don't really want to talk about it. All right. Suit yourself. Ah, können wir die umgehen, glaube ich. Wir probieren es mal aus. Vielleicht klappt es ja. Ne, wir müssen dann doch dadurch. Schade. Naja, Versuch war's wert. What the hell do you think you're doing? The boss's dog got out. We don't find it before he comes back, and heads will roll. Oh shit! I haven't seen it. Ja, da kommt direkt diejenige Panik. Ein Hund, oh mein Gott! Der wird mir die Eier zerfletschen. Obwohl, haben Chinesen nur welche? Man sagt ja immer, Chinesen hätten sehr kleine. Tell me again through that gate. Wait here, I'll open the gate from the inside. Hell, fucking tell me to wait here. Natürlich, Mann. Ab hier hoch. Dann über die Mauer, wunderbar. Zack. Auf. Open from the back, kid. Ja, ja. Alright, come on. Okay. Wow, you're pretty talented. Das fällt überhaupt nicht auf. Nein. Oh, okay, sure. You too, Salty. So, mal rein an dran das Schlösslein. Easy peasy. Hey, you want me to kick the door down? Zack. Zack. Na? Hurry up, kid. I think I ja, see a ja, ich beeil's doch schon mal. So, auf ist das gute Stübchen. Nice, ey. Was ist denn da? Ah, geil! Da müssen wir ran. Alright, Salty. You're the expert. What are we doing? Komm ich da an. We're fucking
with this stuff to make it seem like there's ghosts are going to kill. What about those vases? Good idea. Maybe just leave four. Four is an unlucky number because the word sounds the same as death in Chinese. Hmm. I know four is bad, but shouldn't we try something else? We're some pretty unoriginal ghosts. Flucht nochmal, wie komme ich daran? Na gut, machen wir ein bisschen Rambazamba hier. Wo ist der nächste? Ach komm. Komm. Klar. Verdammt. Bam. Ach je, trägst du hier Zielwasser. So, ich will jetzt wissen, wie ich da reinkomme hier. Nein, 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 wir hauen jetzt nicht ab. Ich will diese Tür aufmachen. Ah, jetzt geht's. Geil. But he really buys into this hocus pocus shit? Can't blame the guy. Two chins got more money than taste. Na, komm, komm. Tak, 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 tak. Na, Atomen dann diesmal. 18, kommen die 10 jetzt. Ne. 3. Simsalabim, mach auf die Port. Ja. Wait, wait, wait. Yes. See that clock? Set the time. 444 and unplug it. Freak them out. 444. Yeah, this could work. Komischer Kerl, komm mal, hau noch was kaputt hier. Komm mal, was haben wir hier? Mal sonst was Feines hier noch. Hm, scheint nicht so. Okay, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Was war das? Ach so, das meinte der wirklich ernst. 4:44. Hä? Ach so. Oh yeah, his feng shui is fucked now. Flügel drehen. Du bist mit der komischen Funzen unterwegs. Vergegentreten? Hm? Oh. Leute, es ist Schwerstarbeit hier. Either he thinks goes fucking with him or he knows his home isn't secure. Somebody coming, we better go. Mr. Chow, is that you? Anybody in there? What do we do? Just hide. Stay calm. Wow, wow, wow. Ey, Trixie, Trixie, Trixie. Hä? So. Das war knapp. Anybody in there? Hey, is everything okay there? Looks like Mr. Chow forgot to close his gate again. I'm gonna get something to eat. You want anything? You ordering food from the Golden Koi soon? I'll be right down. Ne? They're gone. Come on. Geijia, Tuchin loses his money fast. We better hurry up. Bewachte Wohnanlage verlassen. Okay. Jo, brachiale Gewalt bestimmt wieder. Na, doch nicht. Aya, deal! Verdammt! Looks like we're on camera. Oh Gott, Hana. I hate how everyone got security cameras everywhere. Don't worry, I'll take care of it. Kamera hacken. Ja, wie komme ich da oben hin? Das Problem hat man. Ach. Ah, okay, dann wird es bei einem anderen genauso sein, bestimmt. So, why do they call you old salty crab? Well, that was this restaurant guy who owed me money. Couldn't pay. He told me I could eat for free at his restaurant until he paid. That way. I wouldn't okay, cut off his hand like I normally would. So crap was the most expensive thing on the menu. I had that every night for about a year. Immerhin die 6 hin, da die 2 hin, so they used to call me dann die 9 und die 9. Then I got old. I'm old salty crab. Okay, dann kommt mal hier die 0 hin. Die 2. War hier auch schon. Da kommt hier die 2 hin. We fight the last step on it, kid. Ne?
3. Opa, Verzeihung, Leute. Wunderbar. 3602. Oh shit, I think he's home. Get down! Da kommt der Big Boss wieder. Boah, sind das ein fettes Stück, ey. Was hat been rigged? I never had a game like that before. Never! What told me single come here? Why did you stop? Wie sieht der aus? It's your job to protect me, isn't it? Fucking rodents, all of you. What is this? The Begaulen Tor. Look at this. How can you let this happen? It's all gone to shit. Gone to shit. What do you want us to do, boss? Get out. Get out. I need to think. Boah, hat eine alte, schmierige Ranze. Verranztes etwas. Boah. Wait. Let's take the guard's car. Nice. Na, steig ein, Mann. Überleg dir mal, der Dicke müsste hier einsteigen. Da hab ich übrigens mal live gesehen, war wirklich genauso eine komplette Person wie du. Sie, oder ihr, wie ihr sie gerade gesehen habt. Und der ist in so Mazda MX-5 eingestiegen, das sah aus, als ob echt eine Sardine in der Büchse da drin wäre. Das ist unglaublich. Komm, Blitzer, Chaster. Yeah! Ja. Hurry up. I've been waiting for you for hours. You got your salty style. Hey, comes in. See you later. Okay. Und ihr sollt jetzt zu Fuß laufen bei dem Siffwetter, Leute. Verdammt. Ja, volle Punktezahl bei allen. Geil. Na, jetzt bringen wir einen Triadenstatue mal zurück, würde ich sagen. Oh, wer ist denn das? Hello. Wei. Miss Chang. How are you? Uncle Poe. Nee, he's oder? Dead. We're making arrangements for the funeral. Things could get complicated. Yes. I'll be in touch. Of course. Whatever you need. Da war unser lieber Onkel dahin geschehen. Denkt Spielzeug. Schauen wir uns das nochmal an. Was das hier ist? Wade, ist Wade right? Ja. Who are you? Dr. Tang. I build tech for the Sun On Yi. I'm trying out a new tracking device. Can you give me a hand? Das könnte ich gebrauchen. I put the tracker on a test package. I need you to see if you can follow it as it flow down the sewers. Ah, the sewers. Du kleiner Bastard, ey. Yeah, we can move drug and guns this way. Yeah, sure. No need to carry anything that will get you arrested. You just drop in wherever you are and pick it up where you need it. Boah, ey, sei froh, dass ich hier noch zu tun hab. Dann hättest du da was erlebt, Junge. Okay. Ja, so bräuchte ich mein GPS. Das wäre optimal für mich. Für richtig blöde. Oh, oh. Das ist ein Frosch, der Wagen. Boing. Ja, komm, Trixie. Hopp, das beeilen wir uns mal hier. Wie viele Punkte sind das denn noch? Na, Trixie. Oder? Ah, viel Zeit. Super. Boing. Wie geil. Oh. Shit, das ist auch noch die Cops, den kann ich natürlich super jetzt gebrauchen.
Hoffentlich ist der Kram hier bald vorbei, ich die Cops hinter mir weg hab. Also, hä? Okay. Das ist ja interessant. Ja, ich weiß, wir müssen da rüber. Verdammt. Ja, das war sehr, sehr genau. Ich bin einen halben Kilometer weit weg und trotzdem zählt es. Zum Glück ist es hier kein Timer oder so dran, dass man das in wenigen Sekunden schaffen muss. Boah, dann ab hier runter. Wohin schicken die uns mit dem Wagen? Ist ja unglaublich. Wäre da nicht ein Motorrad angebrachter gewesen, als hier so ein monströses Teil? Ich wollte gerade sagen, Treppe hoch. Oh. Ah, hat gezählt. Gott sei Dank. Dr. Tang, I followed the package. The transmitter stopped moving. Excellent. Thanks, Wei. This show our attack could really work. Dr. Tang, Dr. Tang. Oder wie, ist es auch eine Doktorin? Ich weiß es nicht genau. Touristenoutfit. Okay. Was haben wir hier? Ach ja, mit M kann man übrigens durchswitchen. Ach ja, die Jadestadt. Die bringen wir jetzt zurück, Leute. Ich will ja meine Verbrechen halten, genau, meine Versprechen halten. Verbrechen passt ja auch zu dem Spiel. So, ach, erstmal holen wir eine andere Karre, das ist ja. Ich sehe mal gar nicht. Ich schnapp mir dein Auto. Auto. Das geht ab. Tschüss. So, jetzt werden wir mal rüber cruisen über die Autobahn. Das geht am fixesten, würde ich sagen. Mist, hier wollten nur einen Hahnkampf anschauen. Warte, wie weit ist der denn entfernt von hier? Ach, der ist direkt in der Nähe. Moment, da probieren wir jetzt noch den Hahnkampf aus. Ach, sogar auf dem Weg. Coole Sache. Hm. Da veräppelt es uns. Ah, doch nicht. Ich hab schon gedacht, unser GPS veräppelt uns wieder. Na, sieht doch noch Hahnkampf aus hier. Na komm, tun wir jetzt nochmal einen Hahnkampf machen. Die Badestatue zurückbringen und dann machen wir Feierabend, Leute. Na, flitz, 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 flitz. Na komm, mein. Komm, Wei. Hm? Ich kann nicht nichts. Ah, geht doch. Natürlich bin ich dabei, sonst wäre ich nicht vorbeigekommen. Siege 4, Siege 2. Oh, Dämmer. Bitte abgeben. Ja, 20.000, passt schon. Komm, weißer Vogel. Hopp, hopp, Hütchen. Mach aus ihm ein Chicken McNugget. Weiß gegen Schwarz, Leute. Sie schauen sich an. Oh, da hat unser einer einen ganz schnapp bekommen. Oh ja, der Schwarze auch. Ah, schön auswischen. Mach ein Blatt. Zerfleisch ihn, Mann. Komm, Alter. Nee, oder? Nein, wir haben verloren. Verdammt. Da kommt noch eine Runde, mach mal. Ich meine, 20.000 wieder haben. Ein Sieg, ein Sieg. Machen wir nochmal, machen wir diesmal 30.000. Komm, mach ein Blatt, Jungs.
Yeah! Nochmal, komm! Darts! Sauber! Noch einen, komm! Komm! Ja! Hauen kaputt! Jawohl, Leute! Wir haben gewonnen! 60.000! Boah, wie viel? 60.000 müssen wir noch bekommen, oder? Müsste eigentlich sein, 60.000. Coole Sache, müssen wir uns merken. So, jetzt mal schnell zur Statue. So, hopp. Sollen wir es auf die nächste Folge verschieben? Ach komm, Leute, das machen wir nächste Folge. Ihr wisst ja, was da abgeht. Wir können uns einen Move aussuchen. Trainieren diesen. Ja, und das war's dann. Okay, Leute, haben wir einen schönen Handkampf gemacht. Martial Arts haben wir auch noch vor uns. Ah, wir haben noch einiges vor uns. Zeig nochmal, was du kannst. Ah, cool. Können wir auch noch machen, nächstes Mal. Geschädigte Teile. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt nächste Folge nochmal unseren Ruf steigern. Jo. Also Leute, hat Spaß gemacht, wie immer. Ich hoffe, man sieht sich im nächsten Teil wieder. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Also, bis dann, euer Trixie.